Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Final Fantasy 7. Ich war gerade irgendwie bei 13.2 wieder gedanklich. Gut, wir wollten hier so ein bisschen die Gegend erkunden. Ach nee, gar nicht, da vorne die Shinra-Typen. Er ist also der Rattenschlechter? Er ist also der Rattenschlechter? Hier soll sich dieser Typ mit dem Gewehrarm rumtreiben? Mist. Hey du, bist du von hier? Ja, schon. Dann kennst du vielleicht einen riesigen Typen mit einer Knarre als Arm? Er soll nämlich angeblich irgendwo hier wohnen. Kann schon sein. Du gefällst mir. Hast einen guten Sinn fürs Geschäft. 500. 200. 300. Na gut. Dann lass uns mal in Ruhe reden. Hier lang. Also Cloud, du bist ja ein ganz schön gewissenloses Schwein. Gibt's was zu meckern? Was glotzt du so? Halb so wild. Gehört vielleicht dazu. Was? Oh. Aus dem Weg! Verpiss dich! Tut mir leid. Vor allem der versucht mit mir zu verhandeln. Ich habe ein Schwert, das ist größer als er. Hey, was glotzt du denn so? Auf dem Wallmarkt laufen die Dinge ein bisschen. Und ich würde mal sagen, wenn jemand ein Schwert so schwingen, also wenn jemand dieses Schwert schwingen kann, kann ich dir auch ohne Waffe ordentlich eine donnern. Besser nicht in die Quere. Es sei denn, du hängst nicht besonders an deinem Leben. Und nun? Du gehst vor, alles klar? Und keine Angst. Mein Messer bleibt stecken. Ja, ja, meins auch. Hier ist zumindest. Also, wo steckt der Kerl? Du weißt's doch, oder? Muss ich mich wiederholen? Kann schon sein. Verschwende nicht unsere Zeit! Shinras Zeit, meinst du wohl? Ha, als würde unser Boss nach Shinras Pfeife tanzen. Schön für euch. Und? Shit! Magie, Eis. Fertigkeiten, Impulshieb auf den Schockanfälligen. Fertigkeiten, Schwertsturm. Ihr sucht also nach dem Kerl mit Gewehrarm, ja? Nun ja, also. Was wollt ihr von ihm? Woher soll ich das denn wissen? Ich habe einfach nur meine Befehle befolgt. Bring mich bitte nicht um. Oh, doch. Mutangriff. Scheiße. Was will Shinra wohl von Barrett? Naja, geht mich nichts an. Und jetzt zu Slum-Regel Nummer 1. Ab ins Bett und ausruhen. Genau. Erstmal schön hier die Gangsterbosse alle töten. Waffenmord, zeig ich. Nee, schade. Was sagt meine Materie eigentlich? TP-Boost ist bald auf dem höheren Level. Ah, scheiße, ich hätte die analysieren können. Ah, das habe ich vergessen. Nicht schlecht, alles können. In den Läden. Pass auf, dass du nicht. Gut, wo ist mein Bett eigentlich? Andere Richtung. Ja, fast. Ja, aber man merkt, dass schon der Anfang sich deutlich von dem Original unterscheidet. Also, wir werden später auch mal das Original noch spielen. Da werdet ihr es dann sehen. Hab dich schon vermisst. Oder auch nicht. Ich würde gern mit dir reden. Darf ich reinkommen? Gut, es geht um Folgendes. Und wofür dieses Mal? Weil ich dich nicht mit an Bord holen konnte. Das ist Ifrit, oder?
Aber hast du es dir auch verdient? Du willst was. Du hast es erfasst. Die Sache muss aber unter uns bleiben, okay? Ich muss heute Nacht was klären. Ist etwas Persönliches. Heute Nacht? Ja, in Sektor 7. Kannst du mich vielleicht bis zur Platte raufbringen? Die Details sage ich dir unterwegs. Von mir aus gerne. Aber was ist mit dem Einsatz morgen? Den habe ich nicht vergessen. Aber die Sache kann leider nicht aufgeschoben werden. Also, hilfst du mir oder hilfst du mir nicht? Oh. Das ist die Anzahlung. Ja, Ifrit. Eine Beschwörermateria. Wie ich das sehe, sind wir vor Morgengrauen wohl nicht wieder hier. Also pack alles ein, was du brauchen könntest. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Okay, Materia. Da haben wir auch die Beschwörermateria. Also zumindest den Slot. So, dann. Ja, ich möchte mich ausruhen. Geistesgegenwärtig zieht Cloud sein Schwert und packt es in die Ecke. Ein anderer Charakter, beziehungsweise in anderen Spielen, hätte man sich vielleicht mit Schwert in die Ecke gepackt, aber nein. Ins Bett, nicht in die Ecke. Hey. Bist du bereit? Lass dir alle Zeit der Welt. Hättest du wohl gern. Hau rein und pack deine Sachen. Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay, komm gegen Abend zum Bahnhof. Ich zähle auf dich. Es ist Abend. Wenigstens stimmt der Lohn. Avalanche, Beschwörermaterie, Kapitelauswahl, Waffen modifizieren, Materie verbessern. Ah, genau. Trophäe, ein Cloud für alle Fälle. Biggs, Wedge, Cloud. Also die ganzen Nebenmissionen gibt es, glaube ich, im Original auch nicht. Gibt ein paar, soweit ich weiß. Fahren keine Züge mehr. Die haben die späten Linien gestrichen. Aus diesem Grund haben wir uns die hier geliehen. Damit kommen wir rauf. Könnt ihr Gedanken lesen? Du hast dich in letzter Zeit so seltsam benommen. Du warst immer ziemlich geistesabwesend. Das hat man irgendwie voll gemerkt. Entweder das oder total aufgedreht. Und wie schließt ihr daraus, dass ich nach oben auf die Platte möchte? Sagt nicht, ich habe Selbstgespräche geführt oder so. Klar, dass man vor so einer Aktion nochmal die Eltern sehen will. Nicht wahr? Ihr habt mich erwischt. Und so dreist, wie wir nun eben sind, haben wir uns einfach mal mit eingeladen, wo wir doch selbst keine Eltern haben. Leben deine noch, Klaus? Nein. Okay, dann fahren wir halt alle zusammen. Geteiltes Leid ist schließlich halbes Leid. Ja! Hey Jungs, habt ihr eure gefälschten IDs dabei? Klar, was denkst du? Dann los, ihr Schnarchnarr! Vollgas voraus! Deshalb nix! Das Moped-Fahren gab's auch im Original anscheinend. Halt. Ja? Dass wir rauffahren, hat nur am Rande was mit meinen Eltern zu tun. Also, die Explosion in Reaktor 1 war viel zu stark. Das lag doch an Markogasen. War es nicht so gewesen? Ja, das habe ich zwar gesagt, doch ich glaube, es war in Wirklichkeit meine Schuld. Ich habe viel stärkeren Sprengstoff benutzt, als in meinen Plänen stand. War wohl keine so gute Idee. Klartext. Was steht an?
Ich muss die Sprengkapsel der nächsten Bombe unbedingt austauschen. Aber leider kann ich meinen Händler einfach nicht erreichen. Also will ich mir eine von Shinra leihen. Von Shinra? Wie willst du das schaffen? Du hilfst mir doch sicher, oder? Motorbox Gast. Driftattacke. Ab jetzt wird es etwas schwieriger. Okay. Was meinst du damit? Um diese Uhrzeit ist der Tunnel eigentlich gesperrt. Sobald Kontrollpunkte durchfahren werden, wird Alarm ausgelöst. Ganz genau. Ernsthaft? Es ist ein bisschen blöd, dass die Kamera sich nicht. Kein Problem. Wir haben ja Klang dabei. So dreht. Hast du bei Soldaten gelernt, wie man so einen. Ja, gab viele Motorrad-Einsätze. Tschüss. Läuft ja wie geschmiert. Halten wir an, wenn ein Alarm losgeht? Anhalten. Das war doch so. Ganz deiner Meinung. Wir sind nicht so schlecht. Jawoll. Komm. Wand. Ja, die Wand hatte ich gerade nicht gesehen. Ah, ja, der nimmt nur zur Hälfte Schaden durch meine Sturmklinge. Das ist unangenehm. Au! Oh, das darauf hatte ich gerade nicht gedacht. Ich habe gerade schnell zu OBS wieder geguckt. Ah, das sind die Drohnen aus Final Fantasy 10. 10 hat sich im Stil an 7 orientiert, soweit ich weiß. Ach, wie lange müssen wir denn noch hochfahren? Wer bist du denn? Ah, stimmt, der Typ. Eine Meldung von Soldat. Einer ihrer Männer nimmt die Verfolgung auf. Verstanden. Und tschüss. Ich hab die falsche Schultertaste gedrückt, die falsche L-Taste. Hey, kommst du klar? Nö. So geht das nicht weiter!
Krieger. Komm schon. Und weg mit dem Dreck. Wirklich beeindruckend. Mit den Fähigkeiten eines Ex-Soldaten können wir nicht mithalten. Das überrascht mich nicht. Du übrigens auch nicht, Jesse. Juhu. Fahren wir direkt zum Bahnhof? Nein, zu den Abstellgleisen. Nur schade, dass meine Spritztour mit dir jetzt schon zu Ende ist. Wir beide sind auch noch da. Kann ich nicht hören. Kannst du wohl. Und? Jawohl. Habe ich da gerade zwei auf einmal erledigt mit meiner, mit meinem Sturmangriff? Na und, wenn die auch Nahkampf haben? Das wird nichts. Weg hier, bevor dieser Freak auftaucht. Roger! Wieso hauen die ab? Na, noch hauen sie nicht ab. Jetzt erst. Der sieht aber auch aus wie so ein schwuler Seti-Rückverschnitt. Tut, tut! Spinnt der? Wenn man nicht aufpasst, hängt das Leben einem ab! Na, auf einer Spritztour mit einer Lady? Ah, wie romantisch! Darf ich mich einklinken? Wohl nicht, was? Na gut, wie wär's stattdessen mit einem Rennen? Redest du mit dir? Sonst? Vergiss es. Was? Ich kann dich nicht hören! Du bist so langsam, deine Worte gucken bei mir nicht an! Wer ist der Ziel? Ausgezeichnete Frage, junge Dame! Die Leute nennen mich Lodge. Ich selbst bezeichne mich als einen Geschwindigkeitsschatten. Ja, Lodge, du Lutscher. Hallo, du Hure. Komm schon. Doch noch wärst du nur, statt erfahren zu leben. Ist weit mehr als nur ein Transportmittel. Es kann zu einem Teil von dir werden. Du musst es nur zulassen. Der war übel. Lächeln, das ist doch keine Beerdigung. Hör auf zu blocken, du Feigling. What was that? Mehr davon! Lass es mich spüren! Ich erledige dich. Hast du genug? Noch lange nicht. Als würde ich vorzeitig aus diesem Rennen aussteigen. Hoppla! Bis die Motoren zum letzten Mal aufräumen, möge der Bessere triumphieren. Wie ist das? Der Höhepunkt
der Skapfel! Jessic, lenk du mal! Was? Nächstes Mal tragen wir es alleine aus. Alles klar? Mal sehen. Also irgendwo ist der strange, aber irgendwo finde ich den auch ganz witzig, den Typen. Gut gemacht. Dem hast du es gezeigt. Freut euch nicht zu früh. Weg hier, bevor die Verstärkung kommt. Nicht schlecht. Nicht schlecht was? Gefahren. Das musst du mir nicht sagen. Naja, allerdings ist bei dir ehrlich gesagt noch etwas Luft nach oben. Na und? Könntest dich also ruhig noch ein bisschen mehr reinhängen. Dann fällst du runter. Sehe ich etwa zerbrechlich aus? Sag. Halt dich ordentlich fest. Was ist? Was? Wer ist um mich geschehen? Hm? Reingelegt. Oh. Da hinten ist es schon. Das ist unser Ziel. Hier laufen wir. Ist nicht mehr weit und so fallen wir weniger auf. Die Brille ist viel zu eng für mich. Hübsche Augenringe. Ich schufte halt Tag und Nacht für euch. Ja, ja. Schon gut, ihr beiden. Kommt, los. Aha. Kriegt er jetzt auch Punkte oder so? Nö. Gut. Damit bedanke ich mich aber erstmal wieder bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.